Hi, unsere Freunde. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei My Tweets and the Pod. Ich bin's wieder, euer Patrick hier. Und ich begrüße euch bei der nächsten Folge Bonsai Basics. Abmosen von Koniferen diesmal. Ja, was haben wir heute vor? Wie der Name schon sagt, wir möchten was abmosen. Oder ich möchte was abmosen. Und zwar möchte ich einmal diesen Wacholder Italgava einmal abmosen. Also Chinese Juniperus Italgava. Und einmal diese Muschelzypresse. Und das ist eigentlich keine Muschelzypresse, also sie wird als Muschelzypresse ausgeschrieben, aber das ist so eine, ich habe hier einen Spickzettel stehen, deshalb lese ich mal ein bisschen ab. Das ist eine sogenannte Hinoki-Scheinzypresse. Also es ist keine richtige Muschelzypresse, wie ich so erfahren habe. Und zwar heißt das ganze Ding sogar Seka Hinoki. Und den habe ich mir, hier ist noch der Zettel vom Bonsai Center dran, 2017 mal zugelegt, und damals habe ich den eigentlich nur gekauft, weil ich den genau an diesem Stück abmosen wollte, weil die Bäume sind relativ teuer als Rohware und ich wollte diesen unteren Teil quasi so als Schulen generieren und aus dem oberen Teil nochmal einen großen Baum machen, wenn es irgendwie geht, weil ich habe da so ein, zwei Bilder gesehen und so als Impressionen, die gefiel mir schon sehr. Ja, und dann habe ich den so in den Garten gestellt, in diese Anzuchtschale, und irgendwie stand er da so und stand da so, und dann kam an irgendeinem Donnerstag oder so, weil Björn Bjorholm, der mein Mentor, wo man merkt, der bringt ja jeden Donnerstag immer neue Videos, und dann kam ein Bonsai-Format wieder von Bonsai You, und da kam ein Video, das hieß, Augenblick, das muss ich ablesen, Seka Hinoki vom Simple Material. Ja, sorry für mein Bad English. Und zwar hat er da einen Hinoki, also einen Seka Hinoki gestylt so ein bisschen und hat so ein bisschen die Geschichte dazu. Also wenn das interessiert, ich verlinke das Video für euch mal hier oben einmal in der Infobox und schreibe den Link auch nochmal unten in die Beschreibung. Hat da einen kleinen Seka Hinoki quasi so ein bisschen gedrahtet, hat so ein bisschen erklärt, wie die Wachstumsart davon ist, also wie man den wieder in die Rückknospung kriegt und was für eine Art der hat, wie zu wachsen und sowas. Und ich guckte mir das so an und denke mir, Moment mal, so einen Baum hast du da auch seit 3 Jahren. Also nennen wir das einfach mal den vergessenen Baum, weil ich habe den zwar immer so hier und da mal so ein bisschen mitgegossen, aber irgendwie auf die ganz, ganz lange Bank geschoben, weil so Koniferen abmosen habe ich eigentlich keine Ahnung von. Also ist dieses Bonsai Basics Video Basics für uns. Hier gewinnen wir einfach mal neue Erfahrungen, ob das klappt. Und zwar möchte ich den mit der Drahtschlingmethode abmosen, weil ich nicht weiß, wie das Harzverhalten davon ist. Das Problem ist, wenn ich diesen Ringspalt an der Rinde mache, bei Koniferen denke ich mir so, dann Koniferen neigen ja so zum Ausharzen, dann könnte es sein, dass der an der Stelle ausharzt und ich weiß nicht, wie das Harzverhalten ist, da habe ich ein bisschen Angst vor. Deshalb würde ich es hier mit dieser Drahtmethode, mit der Schlinge quasi ausprobieren einmal. Und dann haben wir hier nochmal den normalen chinesischen Italgava. Und da seht ihr vielleicht schon vom Weiten, ansonsten, ich hole gleich auf jeden Fall näher ran, habe ich hier schon so ein Stück freigeschnitten. Das soll immer eine Kaskade werden. Hat auch ein bisschen Verjüngung, ist aber irgendwie viel zu lang und viel zu groß. Und außerdem möchte ich gerne einen zweiten Baum aus einem anderen Grund hier raus generieren, in der Hoffnung, dass das ein bisschen schneller geht. Und möchte den an der Stelle versuchen abzumosen. Allein auch schon die Erfahrung mal zu machen, wie lange dauert es, einen Wacholder abzumosen, im Vergleich dazu, wie lange es dauert, Stecklinge daraus zu generieren. Das Stecklingsvideo, weiß ich nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder nicht. Da habe ich ja so aus so ein paar Sachen hier auch Stecklinge gemacht. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht nicht. Wenn nicht, seht ihr es auf jeden Fall noch, vielleicht sogar nächstes Wochenende oder jetzt. Ja, und ich möchte einmal als Vergleich dazu gucken, ob das hier auch so circa 2 Jahre, was meine Erfahrung bei Stecklingen ist, zumindest bei Wacholder, dauert, bis der Wurzel generiert, oder ob wir hier schon wesentlich eher zu einem Ergebnis kommen. Ja, und ich habe hier schon so ein bisschen Sparblumen, das seht ihr nicht so im Bild, aber ein bisschen Sparblumen in Wasser eingeweicht, in Weidenwasser. Habe hier meine Pöttchen. Ja, und im Prinzip das einzige Neue jetzt, deshalb lasse ich es auch noch unter dem Format Bonsai Basics laufen, ist, dass ich hier einmal diese Schlinge ausprobieren möchte, so wie man das machen soll, zumindest wie ich mich eingelesen habe. Und die Erfahrung machen wir zusammen. Allerdings, wie bei den anderen Videos, kommen die Ergebnisse so 4 bis 8 Wochen, zum Beispiel Blattschnitt, kommt dann 4 oder 8 Wochen später das Ergebnis für euch. Das kennt ihr ja. Und bei Stecklingen vielleicht ein halbes Jahr später, also von Laubbäumen. Aber hier werden wir erst in 2 Jahren die Ergebnisse, also
wenn es so läuft wie mit den Stecklingen von Wacholder, werden wir erst in 2 Jahren die Ergebnisse sehen, aber die werde ich euch liefern. Vielleicht schon mal so einen Zwischenstand irgendwo und das dann auch immer unter den dementsprechenden Bonsai Basics Pflanzenbeschaffung 2, 3 oder 4 wird das dann heißen. Ergebnisse, Koniferen, Abmoosungen und darunter werde ich dann irgendwann die Ergebnisse oder diese Zwischenstände sozusagen präsentieren. Ich werde euch das eben ein bisschen näher ranholen, dann fangen wir mit dem hier an, denke ich, weil der ist nicht so viel wert für mich, so vom Gefühl her. Einmal eben den Ringspalt, so eine klassische Krammdose wieder, als Atmosgefäß. Dann natürlich, ich weiß nicht, wo es ist, da oben Klonex ist auch am Start. Und dann werden wir es hier mal mit der normalen Ringspaltmethode ausprobieren und da dann mit der Drahtmethode, weil das halt die schonendere Methode ist. Wenn es zur Not schneide ich ihn ab und schmeiße das oben weg. Aber es wäre viel zu schade. Das ist ja ein richtig schönes Stück Grün, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr mal guckt, was diese Seka-Hinokis, also googelt mal, was die so kosten, in welchen Größen, in welchem Alter. Also den hier, hier steht drauf, dass der circa 5 Jahre alt ist, 2017. Also das ist ein 8 Jahre alter Baum. Könnt ihr mal gucken, was die kosten. Also unglaublich. Und der hat unten auch schon diese geile Borke, diese. Werdet ihr gleich in einer Aufnahme sehen, also diese geile Borke von diesem Hinoki, die finde ich super geil. Oben in dem oberen Bereich noch nicht, da hat er noch eher, ist er noch so ein bisschen aalglatt, aber das wird ja dann auch kommen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. So, ich baue mal einmal hin oben, hole euch ein bisschen näher ran und dann geht's weiter. Jetzt seid ihr ein bisschen näher dran und wir wollen einfach direkt mal loslegen. Ich habe schon hier den Itoigawa vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich in dem Bereich hier schon die Äste entfernt und ich mache jetzt den Ringspalt so, dass wieder die obere Kante ungefähr da ist, wo ich die Wurzeln haben will. Also relativ weit und nah hier am Erstaustrieb, damit ich nachher noch Optionen hier habe. Aber das habe ich schon so geschnitten, dass ich das relativ mittig mache, dann wird das einigermaßen hinhauen. Gerade wenn er sich verdickt und hier sind ja gute Triebe. Also werde ich jetzt erstmal irgendwie ausprobieren. Ich habe das beim Itagawa, wie gesagt, noch nie gemacht. Ich hatte gerade schon kurz überlegt, ich hatte ja gesagt, eine gute Möglichkeit ist, anstatt mit dem Messer hier den Ringspalt drum, eventuell mit Schmiegelpapier hier so eine Stelle freizureiben. War ich gerade mal überlegen, aber ich versuche es jetzt erstmal mit dem Messer. Wenn das aus irgendeinem Grund nichts wird, dann machen wir das mit Schmiegelpapier. Jetzt gucke ich gerade erstmal, hier ist ein alter Ast gewesen. Das ist natürlich eine blöde Stelle. Also nehmen wir, ja, und kurz darüber ist auch direkt ein alter Ast. Und dann sind wir schon zu nahe dran und nehmen wir die Stelle hier drunter. Ja, das passt einigermaßen. So, jetzt biege ich das mal ein bisschen hoch. Für euch kurz im Zeitraffer, weil sonst macht das keinen Sinn, ich muss mir das ein bisschen ausgucken. Ja. Der Ringspalt ist soweit gut gelungen, würde ich sagen. Das kann ich euch eigentlich auch noch mal ein bisschen näher zeigen. Ich hoffe, dass wir hier genug Licht haben. Dass ihr das mal so richtig seht. Hier hinten ist nicht ganz so viel Licht. Das sollte reichen. Ich habe das Cambium, wie gesagt, gut entfernt. Harzt auch nicht aus, wie für einen Wacholder eher typisch. Da hatte ich ja schon so ein bisschen Erfahrung, sagen wir es mal so. Ja, ich habe, wie gesagt, bei der Muschelzypresse oder bei der Scheinzypresse sozusagen ein bisschen Angst. Deshalb werde ich mir die jetzt mal eben schnappen. Können wir auch direkt hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob das vom Fokus so passt für euch. Ja, nee, dann muss ich die Kamera mal kurz ein bisschen höher stellen, aber das kriegen wir schnell hin. Und dann mache ich hier in diesem Bereich so den Draht hin. Aber ich hole mal eben die Kamera ein bisschen höher. So, jetzt seht ihr hier ein bisschen kontrastreicher vielleicht. Genau diesen Bereich, irgendwo da in der Mitte werde ich ihn auch abmoosen, weil das dann halt eine Stelle ist, die, sage ich jetzt mal, am feuchtesten zu halten ist. Die Sache ist ja auch, ich werde den irgendwann genau hier in der Wurzel sozusagen cutten. Und der Baum hier, der soll irgendwo hier entstehen. Ich meine, hier haben wir einen schönen Bereich, wo so eine gewisse Verjüngung noch ist. Ich versuche es relativ weit unten. Das Problem ist jetzt bloß, wir wollen die Drahtmethode machen. Ich habe ja auch schon verschiedene Drähte vorbereitet. Ich weiß noch gar nicht, ob ich 2 mm, also falsch sortiert. Wir sortieren das mal ein bisschen richtiger. Also 2 mm, 1,5er oder 1er nehme. Ich tendiere gerade so zum 1,5er. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Und zwar wollen wir dann 3, 4, 5 Umschlingungen um den Ast machen.
und die Enden dann auf einer Seite zusammendrillen, so als wenn man was runterzieht oder so. Diese Zugdrähte kennt ihr auch, die dreht man ja nachher so zu Enden zusammen. Und so haben wir es hier auch vor. Und also wenn wir jetzt mehrere Umdrillungen machen in dem Bereich um den Baum und den Ast, dann wird an dem Bereich, an dem unteren und einem oberen Bereich wird eine Verdickung entstehen. So die Theorie. Und an dem oberen Bereich sollen die Wurzeln entstehen. Jetzt könnte natürlich sein, dass auch an dem unteren Bereich die Wurzeln entstehen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie steuern könnte. Ich denke, das kann man nicht großartig steuern. Allerdings wollen wir ja wieder mit, wo ist es hier oben? Augenblick bitte. Wir wollen ja wieder hier ein bisschen Klonix verwenden. Mal wieder für euch. Und das werde ich ja am oberen Teil des Drahtes anbringen und werde gleich auch, wenn ich den Draht angebracht habe, genauso wie den Itagawa, den lasse ich hier hinten gerade ein bisschen trocknen. Hier bringe ich jetzt den Draht an, mache bei beiden dann Klonex eben drauf und lasse das mal so 10-15 Minuten antrocknen, dass das so ein bisschen diese gelige Schicht bildet, dass das da bleibt und anhaftet. Aber wie es sich genau entwickelt, das werden wir zusammen erfahren. Das seht ihr spätestens in 2 Jahren. Hoffe ich. Also wenn alles gut läuft, sehen wir in 2 Jahren, dass da Wurzeln angekommen sind. Wenn nicht, dann seht ihr in 2 Jahren einen schönen Showing und ein schönes Stück Brennholz. So, wenn sich so überhaupt. Doch, ich werde es verbrennen. Dann werde ich es verbrennen. Hass. So ein leichter Hass. Nein, kein Hass. Ist eigentlich ein richtig cooler Baum. Dieses Grün ist der Wahnsinn. Also ich glaube, hier werden wir noch viel Spaß mit haben. Hier werden wir auch eine große Geschichte noch rausmachen können. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen mit dem Draht. Wie gesagt, ich habe vor, nur um das nochmal eben zu verdeutlichen, ich hatte hier schon so ein Gefäß vorbereitet, habe ich eben oben so ein Loch reingemacht. Also ich mache da nur so ein Kreuz mit einem heißen Cutter irgendwie eben rein und dann schneide ich den Deckel einmal auf. Wie sieht man das? Sieht man das so? Haben wir genug? Ich nehme den einmal aus an. Und dann schneide ich den nur so auf, dass man den quasi, da war es quasi wieder, dass man den hier oben so rumlegen kann. Und dann als Deckel und mit dem Topf, wie ihr hier seht, im Prinzip, ja, der Zoom ist ein bisschen laut, genau das gleiche. Auch einmal das Pöttchen hier außen so ein bisschen aufgeschnitten. Deckel kommt da drauf und das müsste von der Gesamthöhe, wie ihr seht, eigentlich so hinhauen, dass wir die unteren Äste so ein bisschen runterdrücken. Quasi drahten schon mal in diesem Jahr. Und im oberen Bereich auch die unteren Austriebe nicht zu sehr gefährden. Ja, wollen wir mal gucken, wie das klappt. Also fangen wir erstmal mit dem Draht an und ja, wir haben 2 mm, 1,5 x 1, die goldene Mitte ist 1,5, dann nehmen wir 1,5, irgendwie gefällt mir das. Ich kann auch nicht begründen, warum, aber das ist so ein Bauchgefühl. Und das machen wir jetzt auch mal zusammen. Ich mache jetzt auch keinen Timelapse. Ich muss hier bloß mal eben das Ende oder den Anfang finden. Ja, ich denke mal, so ein schönes Stück hier sollte schon reichen. Einmal abgeknipst. Ja, wie fange ich an? Ich würde sagen, ich fange so circa an der obersten Stelle an, wo ich mir so ungefähr vorstelle, dass da mal der Wurzelansatz ist. Hier ist so leicht schräg. Ja, doch, so unter der Schräge, oder? Hier. Ja. Findet das auch? Ja, ihr habt alle ja gesagt, alles gut. Dann, ich finde das nämlich hier auch ganz gut. Ja, wir lassen es mal lieber zu lang, weil dreimal abgeschnitten ist immer noch zu kurz. So ein alter Schlosserspruch. So, und jetzt wickeln wir das einfach mal hier so drum. So wie ich das gelesen habe, soll das ziemlich eng sein. Also auch eng und dass die einzelnen Windungen jetzt schön aneinander liegen. Ich muss gucken, dass ich das hier gut rumgewickelt kriege und für euch noch einigermaßen filmerisch festhalte. Und natürlich schon richtig schön stramm ranziehen. Ja, das funktioniert sogar besser als gedacht oder wie gedacht. Ja, doch, das ist gut. Und ich suche jetzt mal nach unten. Machen wir einfach mal, oder? Also so circa, was ich so gesehen habe als Beispiel im Internet, sind das immer so Pi mal Daumen, 5 Windungen haben die alle. Wenn wir jetzt 8 machen, so dass die Enden hier noch einigermaßen zusammenzutütteln sind, dann sollte das auch nicht schaden. Doch, so sieht auch schon, also mal leichten Applaus. Ich finde das schon, achso, das sieht er gar nicht. Ich finde das so schon ganz gut.
Mal einmal hier ein bisschen näher ran, dass man das so sieht. Also so sind die Windungen. Ich kann euch mal eben das Licht noch ein bisschen heller machen. Ich denke, dass so, dann sind mich die Enden einfach hier an den Seiten. Ja, da ist der Fokus nicht. Und tüttel die jetzt hier oben und unten zusammen und dreh die mit der Gin-Zange, was bei mir ja keine Gin-Zange ist, aber dreh ich die hier zusammen in der Hoffnung, dass es gut wird. Und dann hoffen wir halt darauf, dass hier oben jetzt durch den Wachstum eine Verdickung entsteht, die hier über den Drahtbereich schwellt. Wir machen auch die Höhe, damit hier, der könnte hier drüber schwelgen oder anschwellen sozusagen. Und der könnte wieder hier außen eine Kallusbrücke quasi bilden. Weil der schwillt ja unten auch an, da wird sich auch wahrscheinlich Kallus bilden. Und wenn das wieder eine Brücke macht, dann, also irgendwann schwillt er ja so an, dass innen die Nährstoffe nicht mehr hier durch die Borke transportiert werden. Und dadurch haben wir hier hoffentlich eine Kallusbildung. Das ist so die Theorie immer. Und wenn der Kallus hier überschwillt, weil diese Drahtbrücke hier von der Höhe nicht hoch genug ist, dann bildet sich unten auch Kallus. Und wenn der Kallus mit dem Kallus zusammenwächst, haben wir hier wieder eine Nährstoffbrücke. Und dann werden sich hier keine Wurzeln bilden und der Kallus wahrscheinlich nicht so schnell Wurzeln bilden und eher wieder die Wurzeln unten versorgen. Ja, das ist so die Theorie. Zumindest die, die ich so gelesen habe. Wir wollen das oben noch ein bisschen stramm machen und dann tütteln wir es. Ach. Einer schadet nicht. Wir nehmen hier auch mal so die offene Seite, dass ihr das aber besser seht. Und dann kann ich auch mit der Zange besser arbeiten. Ja, ich glaube, war auch ganz gut, den 1,5er zu nehmen. Ich glaube, der 1 mm, der wäre ein bisschen zu schwach auf der Brust gewesen. Der hätte sich hier hinweggehustet. Wo ist Gin-Zange? Ist natürlich nicht vorbereitet, aber immer griffbereit. So, jetzt wollen wir das mal zusammendrehen. Seid ihr jetzt nicht ganz im Bilde? Ich hoffe so. Ich weiß auch gar nicht, wie stramm. Ich sag mal, zu stramm muss es ja nicht. Das Wichtige ist jetzt nur, dass wenn er anschwillt, quasi die Drahtbindung nicht aufziehen kann und dann hier in den Knoten zieht sozusagen. Und da das Aluminiumdraht ist und der irgendwann auch reißen könnte, wollen wir es natürlich nicht übertreiben. Und was ich gerade sehe, die obere Windung hier, die kommt von euch aus gesehen, oder von mir, also die kommt von links, ja, und die untere kommt von rechts. Und ich habe jetzt rechts herum gedreht. Damit ziehe ich die untere Windung, die für euch aus von rechts kommt, quasi links herum auf und die obere rechts herum auf. Das heißt, ich ziehe sie quasi auch strammer um den Baum. Hätte ich jetzt anders herum gedreht, ich bin Rechtshänder, will rechts drehen, das war jetzt intuitiv einfach nur, aber ich hätte das Ganze auch anders herum aufwickeln können sozusagen, dann wäre das blöd gewesen. Also ich sehe gerade, dass ich durch Zufall ein gutes Ergebnis, glaube ich, produziert habe. Also falls irgendeiner weiß, ob das gut oder schlecht ist, bitte in die Kommentare, wie immer. Wir leben so ein bisschen, ich schiebe hier nur die Drähte einmal so ein bisschen zusammen, dass die schön so einen Sarkophag ergeben. Wir leben da als Community von. Ja, wird das heute auch ein Labervideo, kriegt ihr gar keine Musik, das ist mal gut. Da muss ich nicht immer ewig Musik raussuchen, das ist nämlich nichts Einfaches. Aber auch da habe ich eventuell was im Petto. Ich habe da so jemanden, der vielleicht speziell für mich Musik macht. Das werden wir bald sehen. So ein bisschen einkürzen würde ich jetzt mal sagen, so dick braucht man das ja nicht. So, ja, ich würde sagen, für meine erste Drahtschlingentechnik, nennen wir es mal so, ich zeige euch das mal eben einmal, fokussieren, Augenblick, Entschuldigung. So, das ist doch eigentlich schon ganz cool, oder? Schön symmetrisch, schön ordentlich, also mag ich das. Ja. Und jetzt werden wir kurz, oder, ja doch ein kleines Timelapse kriegt, ein bisschen Musik muss sein. Was wäre mein Video ohne Musik? Also ein kleines Timelapse, wie ich hier eben nur ein bisschen, ich mache hier oben eben ein bisschen Klonix drauf, mache dann eben ein bisschen Klonix nochmal an den eToy Gava. Dann packe ich das, wie gesagt, jeweils, obwohl das die eToy Gava Schale, weil die schräg geschlitzt ist, hier an der Seite. Weiß nicht, ob man das sieht, ja. Packe ich die in beide ein, das kriegt ihr einfach im Zeitraffer mal serviert,
weil das ist ja eigentlich dasselbe wie bei der Laubbaumgeschichte. Und dann sehen wir uns gleich nochmal im Auto. Noch dran sind. Wie ihr gemerkt habt, das Abmosen an sich geht natürlich wesentlich schneller als diese Stecklingsgewinnung. War auch kein großer Akt. Das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel unterschiedlich gemacht habe zu den Laubbäumen, weil es die Situation diesmal hergegeben hat, ist, gestern Abend war es A schon ein bisschen spät und B wollte ich, weil ich ja hier diese Drahtschlingenmethode genommen habe zum Abmosen, wollte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass das Klonix, was ich da auftrage, so richtig schön antrocknen kann. Das gibt so eine Silberhaut, würde ich jetzt mal sagen, weil das ja teilweise schon mir in der Schale angetrocknet ist und da habe ich das gesehen. Und das wollte ich hier quasi an der Stelle auch generieren, dass auf jeden Fall diese Hormone, die zur Wurzelbildung helfen sollen, definitiv an der oberen Stelle dieser Schlingung sind. Und das habe ich dann gleichzeitig in dem Wacholder auch gemacht. Das hatte ich bei den Laubbäumen, habe ich die bloß so 10-15 Minuten antrocknen lassen und habe dann das Swaffgum schon eingepflegt. Wobei ich dabei das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen schon von der Stammstelle weggewischt habe. Was ja im Allgemeinen so ein bisschen egal ist, weil es ist ja dann irgendwie so im Swaffgum enthalten und das kontaminiert ja alles damit. Und zusätzlich habe ich natürlich das Swaffgum in Weidenwasser eingelegt. Vorher, damit sich das komplett mit Weidenwasser einmal vollsaugen kann und gieße die jetzt auch weiterhin komplett mit Weidenwasser. Ja, eigentlich schnell gemacht. Ich hoffe, das hier wird eine erfolgreiche Sache, das hier dauert, also wenn es funktioniert, dann wird das hier definitiv länger dauern als das, weil hier haben wir diesen Ringspalt gemacht, da sollten sich schneller die Wurzeln an der Bassschicht sozusagen oder an der Ränder unten bilden können. Und hier dauert es natürlich ein bisschen, weil da tritt dieser Effekt erst ein, wenn der Ast ein bisschen dicker wird und anfängt anzuschwellen und oben sozusagen so überwächst. Dann fängt ja hier erst dieser Fall an, dass er da dann erstmal anfängt, Wurzeln zu machen. Also ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, ob es überhaupt klappen wird, das werden wir sehen. Aber ich denke mal, wenn es klappt, wird das hier bestimmt schon 2 Jahre dauern. Und hier hoffe ich einfach mal, da hier Stecklinge auch nach 2 Jahren funktioniert haben, hoffe ich einfach mal darauf, dass das mit dieser Abmoos-Geschichte hier und dem Klonix, dem Weidenwasser und dann noch dem Ringspalt und einer Grundversorgung der ursprünglichen Wurzeln, also dass wir jetzt auch düngen können quasi, anstatt wie bei Stecklingen, wo wir das Düngen ja vermeiden, hoffentlich schon im nächsten Jahr irgendwie ein Ergebnis sehen werden. Ich werde euch über das Ergebnis auf dem Laufenden halten und berichten. Für alle, die fanden, dass das Video einen Mehrwert für sie hatte oder denen es gefallen hat, lasst doch dem Video einen Daumen da, nach oben natürlich bitte. Ansonsten abonniert auch bitte den Channel, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch die Ergebnisse mit. Und wer noch irgendwelche ergänzenden Informationen dazu hatte, die nicht in diesem Video aufgetaucht sind, die er dann so vermisst hat, aber noch eine Ahnung hat, gerne unten in die Kommentare, weil das ist jetzt so ein Mehrwertvideo für alle, da speisen wir auch was. Danke fürs Einschalten und ich sage bis zum nächsten Mal bei MyTwist & The Pot und wir sehen uns. Ciao!